Hey ho, willkommen bei Rock'n'Roll. Diesmal befasse ich mich mit dem Thema, ob Rockus schwierig ist. Ich möchte dazu mal was erzählen, dann könnt ihr das vielleicht alles ein bisschen besser nachvollziehen, was ich dann alles so sagen werde. Und zwar habe ich es mir am Anfang selber ziemlich schwierig gemacht. Also als ich umgestellt habe auf Rohkost, da habe ich halt morgens so einen richtig fetten Obstsalat gegessen mit allen möglichen Früchten und dann noch Zimt dazu und irgendwie so Mandelmilch und sowas. Also das hat schon mal ein bisschen gebraucht, bis ich das zusammengestellt habe. Dann habe ich mittags so einen High-End-Salat gegessen, auch aus dem Rezeptbuch oder so krasse Rohkostsuppen, irgendwas aus dem Rezeptbuch auf jeden Fall immer. Und abends auch noch irgendwas Rezeptmäßiges, irgendwie Cracker oder so Rohkostburger oder sowas. Und das war halt mega anstrengend. Also ich habe ja jedes Mal im Rezeptbuch nachgeschaut, ja, wie geht es, was muss ich da alles zusammenstellen und was brauche ich da für Lebensmittel und so weiter. Da habe ich viel Zeit gebraucht. Es war irgendwie auch ein bisschen nervig, das alles immer zusammenzuschneiden und so weiter. Und ich habe viel Lebensmittel gebraucht. Es war schwierig, weil ich einfach nicht wusste, wie Rohkost so funktioniert, was man dann den ganzen Tag über so isst und so weiter. Ne? Dann habe ich eine Freundin kennengelernt und die hat es so einfach gemacht. Die hat einfach eine Paprika genommen und reingebissen. Oder mal einfach ein paar Äpfel gegessen oder ein paar Datteln, was auch immer. Einfach reingebissen, gar nicht groß über irgendwas nachgedacht, sondern irgendwie, oder irgendwas draus gemacht, sondern einfach reingebissen. Ne? Und dann dachte ich mir, eigentlich kann es ja auch einfach gehen. Ne? Und mittlerweile mache ich das jetzt auch viel einfacher. Also ich esse jetzt halt morgens ein bisschen Obst, mache mir mittags einen Salat, nachmittags ein bisschen Obst noch und dann abends noch einen Salat. Boom, fertig. Ja, ganz einfach. Ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht über das Thema und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das alles eine Kopfsache ist. Also das ist meine Meinung. Also ich denke, wenn du dir denkst, dass Rohkost schwierig ist, dann ist es auch schwierig. Und wenn du dir denkst, Rohkost ist einfach, dann ist es auch einfach. Ich weiß nicht, ob du das Gesetz der Anziehung kennst, das besagt, dass alles, was in deinem Kopf stattfindet, sich auch auf deine Umwelt überträgt. Also wenn du dir jetzt denkst, okay, Rohkost ist total krass und total schwer, dann passieren genau die Dinge in deinem Umfeld, die Rohkost auch schwer machen. Also dass du zum Beispiel immer an irgendwelche Leute aneckst, die das gar nicht verstehen, oder dass du keine richtigen Lebensmittel findest, die dir zusagen und so weiter. Und genau ist es umgekehrt, wenn du dir denkst, dass Rohkost einfach ist, dann passiert genau das Umgekehrte. Ja, was eben viele denken über die Rohkost ist, was höre ich da oft? Ja, dass zum Beispiel, dass man eben keine Lebensmittel findet, ja, dass Rohkost total wenig ist, dass es da fast nichts zu essen gibt. Aber wenn man sich jetzt mal in den Märkten umschaut, also da gibt es eigentlich schon relativ viel. Also man muss ja mal die ganzen Früchte anschauen, die wir hier allein schon haben. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja insgesamt so über 350 Fruchtsorten und wir haben ja nur so einen geringen Teil davon. Und dann gibt es ja noch so viel Gemüse und so viel Blattsalate und es gibt ja auch einiges, was viele nicht denken, dass es roh ist. Zum Beispiel Brokkoli oder Blumenkohl oder auch Getreide, wenn man es einweicht, das wissen viele nicht, dass es roh auch essbar ist. Und man kann ja auch in Asienmärkten reingehen oder mal in so arabischen Läden, die haben ja auch mehr Auswahl, also oder ja, andere Lebensmittel, die man mal ausprobieren kann. Was höre ich noch oft? Dass Rohkost teuer ist. Ja, kann sein, muss aber nicht sein. Also ich kenne auch Rohköstler, die mittags einfach mal ein bisschen Obst essen und dann abends noch irgendwie einen kleinen Salat und das war's halt dann. Ne? Also die brauchen nicht viel Geld. Die können das auch Bio einkaufen und kommen dann mit 30 oder 40 Euro im Monat. Im Monat gibt's auch, aber in der Woche wollte ich jetzt eigentlich sagen, kommen die damit klar. Und das finde ich jetzt nicht viel. Oder was sagen viele noch, dass man davon Rohkost nicht satt wird? Also ich finde, entweder man kann so machen, dass man Monomils isst, das macht, finde ich, schon satt. Wenn man die richtigen Kombinationen isst, macht das auch
eindeutig satt, denke ich. Oder man kann ja auch einfach Nüsse essen oder Avocados, irgendwas Fettiges, das macht immer satt. Oder irgendwas Stärkehaltiges macht auch total satt. Oder wenn man viel grün isst auf jeden Fall, das macht auch satt. Also ich denke, da findet man immer einen Weg, satt zu werden. Da findet irgendwie jeder, denke ich, mal einen Weg, ja? Jeder hat so seinen Weg bestimmt. Ja, und das höre ich auch noch oft, dass man da halt so ein Außenseiter ist. Ja, klar, irgendwo schon, aber man kann sich ja auch anpassen sozusagen. Ne? Man kann ja bei seinen Freunden einfach sonst ganz normal sein. Man muss denen ja irgendwie nichts aufzwingen oder irgendwie die Rohkost aufposaunen oder sowas. Oder ständig irgendwas über Rohkost erzählen oder sowas. Und dann betrachten die einen auch als normalen Menschen, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Also, solange man die jetzt nicht bekehren möchte, ist das, denke ich, auch nicht so ein Problem. Und man kann sich ja auch mit anderen Rohköstern zusammentun und dann ist das auch viel einfacher. Und ja, was habe ich noch gehört? Dass einfach diese Umstellung schwierig ist. Also das, muss ich zugeben, ist, finde ich, auch schwierig. Also ich habe mir da auch immer schwer getan, das alles umzustellen. Aber das kannst du bestimmt auch bestätigen, dass wenn man da mal was umgestellt hat, dass es einem dann hinterher gar nicht mehr so schwierig vorkommt, wie man eigentlich dachte. Also wenn man das mal ein paar Tage gemacht hat oder mal eine Woche oder ein paar Wochen, dann merkt man, hey, eigentlich ist es doch gar nicht so schwer gewesen. Und dann hat man sich auch schnell daran gewöhnt und dann ist es auch kein Ding mehr. Finde ich jetzt. Gut, also das waren jetzt meine Gedanken dazu, zu diesem Thema. Kannst du mal gerne drunter schreiben, was du dazu sagen möchtest oder was du dazu denkst. Ansonsten noch eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao, Rock'n'Roll.